Hallo, mein Name ist Avaok. Und mein Name ist Babo. Herzlich willkommen zu der Strafchallenge. Wir spielen heute Build a Boat und wer am weitesten kommt, der hat gewonnen. Und der Verlierer kriegt eine Strafe, aber welche Strafe kriegt er denn, Avaok? Welche Strafe gibt's? 3, 2, 1, los! Und welche Strafe gibt's? Was gibt's? Zwiebeln! So Leute, wir sind jetzt in Build a Boat for Treasure und bei mir ist einfach mal hier jemand am Start. Was will der hier? Okay. Und ich bin gestorben, Leute. Was? Das fängt ja schon richtig gut an. Kann ich bei dem mitfahren? Wahrscheinlich nicht. Ich muss jetzt schnell den Baumodus aufmachen, denn wir haben nur 5 Minuten Zeit. Ich habe den Baumodus am Start und ich weiß nicht genau, wie das Spiel funktioniert. Wenn ihr Build a Boat for Treasure Profis am Start sind, dann antwortet mir auf jeden Fall. Sagt mir, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, das ist eine Challenge, die man irgendwann mal wiederholen kann. Natürlich mit einer noch besseren Strafe. Also, was heißt besser? Diese Zwiebel hier, die ist schon heftig, Leute. Diese Zwiebel will ich nicht komplett aufessen. Das lasse ich mal lieber Babo machen. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt erstmal so... Erstmal muss ich mir hier irgendwie was kaufen. Ich kaufe mir hier... ich kaufe mir jetzt hier das hier für 700 Robux. Ich kaufe mir das jetzt, denn ich will nicht in diese blöde Zwiebel beißen müssen. So, ach. Nee, das mache ich natürlich nicht. Ich kaufe mir das jetzt hier. So, jetzt habe ich richtig viel Geld. Okay, kann ich mir jetzt hier irgendwas kaufen? So, ich kaufe mir jetzt einfach diese Truhe. Und was ist da drin? Eine neue Truhe und... Au, heftig. Da sind richtig viele coole Blöcke drin. Wow, was ist da denn alles drin, Leute? Damit machen wir Avaok. Da machen wir Avaok sowas von fertig mit. Ah, ich habe keine Blöcke mehr. Wie kann ich denn Blöcke kaufen? Kann ich Blöcke irgendwie kaufen? Kann ich die irgendwie im Shop kaufen? Ah, hier ist der Shop am Start. Die braunen Dinger, die Blöcke kosten 250. Was? Ich hatte jetzt nur so wenig. Dann muss ich... Warte. Nee, ich will nicht launchen. Jetzt muss ich alles ranbauen, was ich habe. Ich habe hier noch sowas Grünes. Das sieht interessant aus. Das platziere ich mal eher in der Mitte. Dann habe ich noch sowas. Ey, das wird ja voll das hässliche Boot, wenn ich kaum Sachen habe. So, das ist anscheinend Stein. Das ist sehr gut, dass ich... da habe ich jetzt auch nichts mehr von. Ich habe einen Propeller. Also Leute, ich habe diesen Roblox-Account seit mehreren Jahren und ich habe Build a Boat for Treasure bereits schon ein paar Mal gespielt, aber ich bin immer nur bei anderen Leuten mitgefahren. Ich weiß nicht genau, was man hier machen muss. Ich baue einfach Sachen hier dran. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Aber okay, sieht auf jeden Fall schon cool aus. Dann habe ich noch 3 Sitze. Die kann ich hier noch ran machen, glaube ich. Dann habe ich hiervon noch eine Sache. Die baue ich ran. Und hiervon. Ich baue jetzt hier einfach mal so ein Ding hier. Ich habe hier... Das sieht aus wie in Minecraft, Leute. Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen verbaut. Das ist natürlich nicht gut, Leute. Okay, ich mache erstmal so hier weiter. So, hier ein bisschen wild. Ich bin doch nicht so ein ordentlicher Mensch. Das wisst ihr doch. So, hier. So ein bisschen... Oh, jetzt habe ich keine mehr. Nein, was habe ich getan? Leute, ich habe keine Blöcke mehr. Ich muss mir nochmal was kaufen. Okay, wir gehen ins Menü rein. Ich kauf mir 2 Legendary Boxes, Leute. Was ist da drin? Ja, jetzt habe ich neue Blöcke. Jetzt habe ich neue Blöcke zum Bauen. Und da sind der an... Leute, wir haben so ein fettes Teil gekriegt. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall neue Blöcke zum Bauen. Ich mache das jetzt mal zu. So, jetzt habe ich hier wieder Blöcke. So, ich habe jetzt ein paar Sachen hier hingebaut. Und das sieht aus wie eine Schatztruhe. Kann ich die aufmachen? Ich kann die aufmachen. Kriege ich dadurch dann eine Belohnung oder was? Ich check's nicht. Nachher ist das irgendwie mega viel Geld oder so. Nee, okay, anscheinend nicht. Wenn ich da jetzt gerade einen Fehler mache, schreib's mir in die Kommentare. So, das ist der Boden. Der ist richtig schön. Da sind auch keine Löcher drin, oder Leute? Da sind keine Löcher drin. So, wir machen das hier jetzt ein bisschen zu. So, oh Mann, das sieht aus wie so ein Haufen. Ich habe schon wieder alle Blöcke ausgegeben. Oh Mann, okay. Wir machen hier nochmal... Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist, Leute. Wisst ihr, was das ist? Ich setze einfach mal hier hin. So, dann kommen hier hinten auch nochmal ein bisschen was hin. Ich weiß ja nicht, was das ist. So, das ist anscheinend Licht. Dann machen wir das hier hin. Wir machen hier noch ein Licht hin. Wir machen da ein Licht hin. Dann machen wir hier so einfach so einen Turm hoch, okay? Wir machen das einfach hinten, okay? Das hier ist unser Hinten. Leute, was soll das werden? Ich weiß es nicht, was das werden soll. Leute, ich glaube, ich kaufe mir nochmal für 100 Robux 1000 Gold. Damit kann ich dann nämlich wenigstens noch ein paar Steine kaufen. Und dann sind die 5 Minuten auch sofort um. So, und gekauft, Jackpot. Und was kann ich damit jetzt für interessante Sachen kaufen? Ich habe 1200 Gold, okay. Ich glaube, ich muss mir diese für 250 diese Holzblöcke da kaufen. Ich kann mir jetzt für 100 Robux kann ich mir nur 4 Blöcke kaufen. Das ist so schlecht und so teuer, Alter. Oh Mann, ich hoffe, das war es wert. Und jetzt habe ich auf jeden Fall 4 Blöcke am Start. Jetzt werde ich die noch eben schnell platzieren. So, zack, 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 zack. Und dann ist mein Boot
Was? Ich habe nicht 4, ich habe 200 gekauft. Oh mein Gott, Leute. Das habe ich ja überhaupt nicht gecheckt. Okay, dann werde ich jetzt das heftigste Boot ever bauen, Leute. Ich werde hier jetzt so viele Blöcke platzieren. Okay, also 100 Robux ist ja mal mega OP. Dann muss ich die jetzt einfach hier nur platzieren und go. Und ich würde sagen, mein Boot ist ready. Das ist auf jeden Fall mein Boot, denn ich bin Aberork. Und ich merke gerade, ich habe sogar einen blauen Plot. Das passt perfekt zu meinem Hoodie. Wenn du den auch haben willst, check mal die Videobeschreibung ab. Da ist der Link zu meinem Merch-Shop. Und ich versuche jetzt mal, Barpo zu spionieren, denn ich habe noch eine Minute Zeit. Nicht mal. Wir haben noch 4, 3, 2, 1 und die Zeit ist um. Könnt ihr eigentlich sowas richtig gut? Ich kann sowas ja nicht. Jetzt haben wir auch schon wieder keine Blöcke mehr, aber ich habe gesehen, man kann das hier abbauen. Dann bauen wir das hier nochmal weg. So, jetzt können wir wieder was bauen. Jetzt haben wir wieder 3 Stück von denen. Und jetzt bauen wir hier unsere Harpune hin, okay? Wir bauen hier eine Harpune hin. Wir bauen da eine Harpune hin. Was ist das? Ist das ein Antrieb? Das ist eine Rakete, Leute! Einfach eine Rakete. Okay, wir bauen hier 2 hin. Wir bauen hier eine Rakete hin. Wir bauen da eine Rakete hin. Und das hier ist ein normaler Antrieb. Okay. Das hier, ich weiß es nicht. Was ist das, Leute? Wir bauen den Schalter hier hin. Bauen wir da hin. Okay, Leute. Aber ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich, was das ist. Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Let's go, Leute. Wir bauen hier nochmal. Habe ich das Ding jetzt schon hingebaut? Wir bauen einfach mal alles hin. Oh Mann, Leute. Die 5 Minuten sind um. Und schaut euch mal mein Boot an. Ist Aberork auch fertig? Du, Aberork, bist du eigentlich schon fertig? Und die viel wichtigere Frage. Bist du bereit für die Zwiebel? Haha, nein. Also, ja, ich bin fertig, aber du bist bereit, diese Zwiebel zu essen. Okay, aber Ork, bist du bereit? Sitzt du schon in deinem Sitz? Denn wir fahren gleich mit dem Boot los. Bist du in deinem Sitz? Ich bin auf meinem Boot drauf, aber den Sitz habe ich irgendwie eingebaut. Da komme ich nicht mehr hin, aber okay. Aber nicht, bin ich bereit. Okay, bist du bereit? Dann drücken wir jetzt auf Launch und hast du das Menü auf? Okay, ja, ich habe das Menü offen. Dann in 3, in 2, in 1 und wir klicken auf Yes. Und jetzt sind wir los. Okay, wo ist Barpo? Da, bist du der Weiß-Rote oder was? Ja, der bin ich. Wo bist du denn? Oh, ich bin noch ein bisschen hinter dir. Du hast hier ein Holzboot gebaut, oder? Ja, mein Holz. Nein, ich... Oh, da geht schon das erste kaputt. Bei mir ist da geht schon das erste kaputt. Ja, bei mir auch. Oh Mann, aber ich mache ja alles vor dir kaputt. Ich bin ja vor dir. Das ist ja total unfair. Der erste, der stirbt. Du bist runtergefallen. Du stirbst gleich. Der erste, der stirbt, der kriegt die Bestrafung, ne? Ich bin gestorben. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich bin jetzt nett. Das geht nicht. Wir müssen nochmal neu loslegen. Ja, das war nix. Okay, wir fangen nochmal neu an. Jetzt gib dir mal Mühe, nicht vom Boot runterzuspringen, okay? Okay, auf los, spawnen wir das Boot und dann geht's los, okay? 3, 2, 1 und los! Los! Auf geht's! Aber auch du darfst die blöde Zwiebel fressen, das sag ich dir! So. Okay. Wo bist du denn? Oh, mein Boot verliert schon wieder irgendwelche Teile. Oh, Mann. Und da vorne bist du ja wieder. Ja, ich beobachte dich, Barpo. Und du kommst als erstes in die schwierigen Situationen rein. Okay, ich habe aber gemerkt, dass ich mich am besten nicht bewegen sollte, weil ich habe keinen Sitz auf meinem Boot. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe mich hier festgesetzt. Was hast du denn da? Ja, ich bin jetzt hier für 20 Sekunden fest. Für 20 Sekunden? Ich springe auf dein Boot rauf. Nein. Wir haben ja gemacht, wer als erstes stirbt. Ja, aber das schaffst du nicht. So. Nee. Jetzt. Okay. Jetzt bin ich an dir vorbeigefahren. Oh nein, ey, ich bin auch noch so nett. Und lass eine neue Runde starten, ey. Und dann schummelst du so. Ja, na und? Mir doch egal. So, jetzt fahre ich dir nämlich hinterher. Und was siehst du da jetzt? Du bist in einem neuen Level. Okay. Aber auch darf diese Zwiebel essen. Ich will die nicht essen. Ich muss die Zwiebel. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh mein Gott, meine Figur, die fällt gleich runter. Hier sind alles voll mit Inseln. Kannst du deine... Ich baue alle... Ich mache alles kaputt. Das ist wie so ein Obby. Kannst du dein Boot steuern? Ja, ich kann das mega gut steuern. Ich fahre nämlich die ganze Zeit geradeaus. Ja, ich fahre auch die ganze Zeit geradeaus und irgendwelche Sachen kaputt. Oh, da sind so viele Hindernisse vor mir. Machen wir, wer eher stirbt oder wer weiterkommt? Ich glaube, es ist besser, wer weiterkommt, weil... Ja, oder? Oder was meint ihr, Leute? Was ist besser?
Schreibt es mal in die Kommentare, dann schauen wir mal, was davon am Ende denn besser war. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal, wer weiterkommt, okay? Und meine Fahrt geht jetzt auch in 9 Sekunden weiter. Und, Du hast schon wieder gehakt? Ja. Oh Mann. So kann ich ein bisschen steuern. Okay. Ich habe hier auch so fette Raketen. Ich bin Hier ist tot. Ein Zug. Ich bin tot. Du bist tot! Ja! Oh Mann! Ah, dann bist du ja nicht so weit gekommen. Aber warum bin ich denn tot? Oh nein, jetzt kommt Zug. Okay, ich hab's überlebt. Oh, Babo muss die Zwiebel fressen. Nein! Oh Mann, jetzt muss ich schon wieder sowas essen. So Leute, jetzt kommen wir zur Bestrafung. Und ich muss jetzt diese Zwiebel hier essen. Und deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal. Lecker, Babo. Hier ist so auch Nee, das ist total abartig, Leute. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schaut bei mir vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao.